Die Bayern, das darf ich an dieser Stelle noch sagen, wir müssen da nicht unbedingt eine Mannschaftsaufstellung mit reinblenden, spielen im Tor mit Jean-Marie Pfaff. Sie sehen hier Roland Wohlfahrt, der neben Dieter Hoeneß zunächst im Sturm spielen wird, in der Abwehr dann noch Winkelhofer, Pflügler, Flick und Nachtwey und im Mittelfeld neben den beiden Spielern, die heute aufgrund dieses Abschieds mit dabei sind, Lerby und Pelé, Matthäus und Brehme. Und vorne, wie gesagt, Hoeneß und Wohlfahrt. Lothar Matthäus in Abwesenheit zunächst von Klaus Augenthaler, der vielleicht in der zweiten Halbzeit kommen wird, Kapitän der Bayern. Und Liverpool mit einigen natürlich bekannten Namen an erster Stelle zu nennen. Alan Hansen, der 32-jährige Kapitän, ein Schotte. Dann die neuen Stürmer Beardsley und Barnes. Es wird Gelegenheit sein, über sie noch einige Anmerkungen zu machen. Es fehlen allerdings einige bekannte Leute an der Spitze. Jan Mölby, der Däne, der sich verletzte. Auch Lawrence nicht dabei. McDonald, um nur einige zu nennen. Erster Ballkontakt also für den 24-jährigen Pelé. Ich sage es jetzt einfach mal so, ich meine, viele Zuschauer, die sich ein bisschen später einschalten, werden sich vielleicht wundern. Aber der Einfachheit halber wollen wir das so handhaben. Der Mann heißt Adjef Abedi. Wird nach der nächsten Saison ablösefrei wechseln können. Also es wäre ein billiger Fang für die Bayern, wenn er es denn bringt. Aber man darf nicht vergessen, neben Jean-Marie Pfaff spielt er noch ein zweiter Ausländer beim deutschen Rekordmeister. Das ist Lars Lunde. Und die Entwicklung des Dänen muss man erst mal abwarten. Das ist Flick. Er spielt für Eder, der eine Rippenprellung hat, schmerzhaft, und deshalb noch nicht an den Ball darf. Matthäus. Stimmung ist gut, die Zuschauer wollen den Ball wieder rollen sehen, das ist klar. Man will wieder guten Fußball sehen und freut sich auch schon auf die ersten Bundesligaspiele. Und jetzt fast das erste Tor. Und der kann köpfen. So gut wie keiner. Wenn wir mal von Dieter Hoeneß absehen. Hans Pflügler. Die Engländer sind erst seit knapp 10 Tagen im Training, haben eine lange Pause gehabt von fast 2 Monaten und bestreiten heute erst ihr erstes Vorbereitungsspiel. Wie man überhaupt sagen muss, dass in England so viele Vorbereitungsspiele wie bei uns hier in Deutschland nicht üblich sind. 3, 4 Begegnungen, mehr nicht. Alles andere wird über das Training gemacht. Das liegt auch ein bisschen daran, dass im Moment die Cricket-Saison in England natürlich ist und dass der Fußball im Moment nur als zweitrangig angesehen wird. Es ist also eine ganz andere Taktik, die man dort einschlägt. Aber die Engländer kommen damit zurecht. Sie haben sehr viel Wettkampfspiele. Und die erste Möglichkeit, das war John Barnes, der Mann, der vom FC Watford gekommen ist, für über 2 Millionen Mark. Erster Starspieler also, dunkler Farbe in Reihen des FC Liverpool. Nationalspieler Englands, allerdings nicht allererste Wahl im Moment. Lineker und Beardsley. Andy Brehme, mit ihm ist Jupp Heynckes noch nicht ganz zufrieden. Er muss noch ein bisschen spritziger werden, noch nicht ganz austrainiert. Es wird wohl nicht daran gelegen haben, dass er vor ein paar Wochen erst geheiratet hat. Bei manchen dauert es halt ein wenig länger. Auch Wohlfahrt nach schwerer Verletzung mit der 7 haben wir gerade gesehen. Braucht doch einen Moment. Und da kam ein Schritt zu spät. Roland Wohlfahrt, auf den Jupp Heynckes natürlich zählt. Ganz schöne Ballstaffetten dabei, aber man müsste mal Torschüsse sehen. So wie es hier der Norbert Nachtwey versucht hat.
Johnston. Viel Platz jetzt und ein Volley-Schuss von Barry Venison, dem Außenverteidiger. Es war ein Foul von Flick und Manfred Neuner sehr ernst in dieser Situation. Ist auch gut so, bisher gab es überhaupt keine Zwischenfälle, aber es ist ja auch nicht nötig, dass es so weit kommt. Oh, da gibt es Unsicherheiten in der Bayern-Abwehr. Schon zum zweiten Mal. Da stimmt die Abstimmung noch nicht und jetzt könnte die Führung für Bayern München fallen durch Lothar Matthäus. Wielen schlug über den Ball. Man versuchte auf Seiten der Engländer noch auf Abseits zu protestieren, aber Lothar Matthäus war in der 31. Minute frei vor Grobbelaar, der den Winkel noch versuchte zu verkürzen. Bayern führt. Glänzende Stimmung natürlich in der Südkurve, dort wo die Treuesten der Treuen stehen. Und das Tor hat dem, tut dem Spiel hoffentlich auch gut. Wir wollen doch ein bisschen mehr Aktion sehen. Nicht nur Mittelfeldgeplänkel. Von ihm war lange nichts zu sehen. Er hat heute Mittag erst, so hat er selber vorher uns berichtet, erfahren, dass er nach München fahren soll. Sein Manager hat ihn zu Hause abgeholt im Elsass und hat gesagt, Junge, pack deine Sachen, heute fahren wir nach München, du spielst für Bayern. Da war er natürlich überrascht. Aber er fand es gut, gleich gut aufgenommen worden hier bei den Bayern. Und hat er die Möglichkeit zum Schuss gehabt. Nachtfrei. Ja, ja, darf er schon. Noch 9 Minuten bis zur Halbzeit, liebe Zuschauer. 1:0 für Bayern München in diesem Freundschaftsspiel zwischen den beiden Rekordmeistern ihres Landes, FC Bayern München und FC Liverpool. Dieter Hoeneß, das darf ich an dieser Stelle noch sagen, wird rund eine Stunde spielen. So um die 60. Minute erwartet man, dass er dann endgültig vom Platz gehen wird. Und möglicherweise wird er dann seinen Freund Søren Lerby gleich mitnehmen. Peter Beardsley. 5,7 Millionen Mark hat der Mann gekostet. Aber er ist kein eigentlicher Torjäger. Das überrascht die Experten auch auf der Insel. Auch Barnes ist nicht der Mann, der die Tore reihenweise erzielt. Das sind Vorbereiter. Man ist sehr gespannt, wie das ablaufen soll. Schuss von Steve McMahon. Kein Abseits. Steve Nickel spielt überraschend, war verletzt, ebenso wie Grobbelaar, der Torhüter, aber so schlimm war es wohl nicht. Lerby,
der ganz typischen Art, genau getimt, der Pass, Matthäus, ja, und da ist das Tor. Ja, das ist ja herrlich, 2,5 Minuten vor der Pause. Wie früher, wie früher. Der Däne mit dem langen Pass. Jetzt hätte Matthäus schießen können, aber es ist ja das Abschiedsspiel von Dieter. Und der hält drauf. 2:0. Damit ist alles klar, jetzt darf er abtreten. 127 Bundesliga-Tore hat er erzielt für Stuttgart und Bayern München. 26 Treffer im Europacup. Er war der Mr. Europacup, ohne je einen gewonnen zu haben. Blick auf Wohlfahrt. Und vielleicht haben Sie es gehört, das ist nicht nur das Ende der ersten Halbzeit, sondern auch das Ende, das Spielende für Søren Lerby, der Däne, der das gebracht hat, was man sich von ihm erwartet hat. Dieter Hoeneß bedankt sich bei ihm. Hier ist Bruder Uli, der auch alles mitorganisiert hat. Die zwei guten Freunde gehen Arm in Arm hier vom Platz. Eine schöne Sache. Lerby hat den Treffer über Matthäus eingeleitet. Es steht 2:0 durch die Tore von Lothar Matthäus und Dieter Hoeneß. Große Spiele auch hier für ihn natürlich im Olympiastadion. Vielleicht kann man das ein oder andere Tor noch erwähnen. Das 2:0 gegen Rom, damals technisch fein gemacht. Etwas, was man von ihm ja weniger gesehen hat. Und einige weitere wichtige Tore, vor allen Dingen im Europacup. Also, zweite Halbzeit. Die Männer aus Liverpool von rechts nach links spielend. Und ich schaue mal runter, ist da gewechselt worden. Ich glaube, dass Kenny Dalglish, der Spielertrainer der Schotter, die Mannschaft zunächst unverändert lässt. Dass die Engländer schon versuchen werden, jetzt etwas mehr Druck zu machen, denn sie wollen hier natürlich nicht klar verlieren. Die Chance jetzt. Pfaff. Da kriegt er sogar Beifall von John Aldridge, aber der Beifall ging, glaube ich, raus zum Kollegen, der geflankt hatte. Liverpool hatte in der ersten Halbzeit nur 2 Tormöglichkeiten. Eigentlich keine ganz echte Chance zu einem Treffer. Steve Nicol, der schottische Verteidiger. Barnes. Und wieder Aldridge. Erster Schuss in der zweiten Halbzeit auf das Tor, das nach wie vor von Jean-Marie Pfaff gehütet wird. Thank you.
Ja, also man verzichtet darauf, der Dieter Hoeneß geht nicht ins Tor, er will das Spiel nicht so lange aufhalten und macht jetzt, wie schon angedeutet, seinem vermutlichen Nachfolger Jürgen Wegmann, der von Schalke hier nach München wechselt, Platz. Wieder ein großer, man kann es durchaus sagen, der Bayern nimmt Abschied nach der Generation aus den 70er Jahren, dann waren es Breitner, dann waren es Rummenigge. Jetzt ist es Dieter Hoeneß. Wer hätte das Anfang der 80er Jahre gedacht, dass er von der Südkurve einmal so gefeiert würde? Man sieht es an den Bewegungen, der Helmut Winkelhofer hat auch genug. Er würde gerne rausgehen. Wen haben wir noch auf der Bank? Eck, der aus Bayreuth nach München kam. Ciskale, Uwe Ciskale von Wattenscheid nach München gekommen. Ja, das sind eigentlich die beiden, die noch fehlen. Wickerl Kögel, das habe ich noch nicht erwähnt, hat ja nach einer Blinddarmoperation noch mindestens 2 bis 3 Wochen, um wieder um einen Stammplatz zu kämpfen. Schade eigentlich. Und jetzt, ja, es ist nicht zu glauben. Lothar Matthäus zunächst. Und dann Jürgen Wegmann mit seinem ersten Tor im Olympiastadion. Man nimmt an, dass er wenigstens 15 erzielen wird in der nächsten Saison. Schön gemacht von Lothar Matthäus, der die Situation sofort erkannte. Und dann ein Abstaubertor. Ja, dieser Jürgen Wegmann, ein gebürtiger Essener, kam über Dortmund und Schalke hierher nach München. Jupp Heynckes hat seinen Wechsel befürwortet, er hält große Stücke auf ihn. ...23 Jahre alt. Und es steht 3:0... für Bayern München in der 26. Minute der zweiten Halbzeit. Es war der Fünfer. Nein, es war John Aldridge, der neu verpflichtete Mann aus Chelsea. Und da hat man schon gesehen, man weiß es ja, in der Luft, da sind sie, will ich sagen, unschlagbar, aber da stehen sie richtig, da haben sie das richtige Gefühl, im richtigen Moment hochzusteigen. 3:1.
Liverpool hat im letzten Jahr keinen Titel erringen können. Zweiter hinter Everton, wie gesagt, in der Meisterschaft. Das Ligapokalfinale gegen Luton verloren. Und so gesehen war es schon eine enttäuschende Saison. Obwohl das ja nun immer noch gute Erfolge sind. Heuer will man vor allen Dingen den Lokalrivalen wieder hinter sich lassen. Und man wird halt sehen, wie der Verlust eines Ian Rush kompensiert werden kann. Ob es überhaupt klappt. 10 Millionen hat man kassiert, 12 hat man ausgegeben für 4 neue Spieler. Also unterm Strich ist finanziell nichts geblieben. Das ist Matthäus, das ist sein Spiel, Antritt, Kampf, Dynamik, Durchsetzungsvermögen. Und das ist der andere, der Techniker, Dorfner. Lunde, 2 Tore hat er erzielt in der letzten Saison. Das war zu wenig für einen Mann, der in der Schweiz Torschützenkönig war und von dem man sich Treffer erwartet hat. Es wird ein schwerer Gang werden für ihn in dieser Saison. Aber er hat Bereitschaft erklärt, zu kämpfen. Jetzt abseits. Der Linienrichter hatte die Fahne sofort oben. Wie gesagt, die Bayern am Dienstag in Frankfurt gegen den HSV. Das ist der letzte große Härtetest dann vor dem ersten Meisterschaftsspiel. Gleich ein Schlager am 1. August im Dortmunder Westfalenstadion. Und Tor. Ganz trockener Schuss mit links. Und Raimund Aumann hat nur nachgeschaut. Wir werden es in der Zeitlupe sehen, dass er kaum eine Reaktion zeigte. Ungefähr so wie das Tor von Hoeneß vorher. Vorher ist gut. Das Tor von Hoeneß war in der 42. Minute. Jetzt sind wir in der 83. Und nun kommt der Wechsel. Eck und Ciskale. Uwe Ciskale mit der Nummer 14. Matthäus geht raus. Und hier Kenny Douglas. Er hat Kevin Keegan ersetzt, als der 77 nach Hamburg ging. Und wurde zu einem der großen Stars in England auf der Insel. Wie gesagt, Rekordnationalspieler der Schotten mit 102 Länderspieleinsätzen. Schöner, langer, öffnender Pass auf die Nummer 2, Gary Gillespie. Und Raimund Aumann bei dieser Abwehr kollidiert mit dem Pfosten. Aber der hat schon anderes weggesteckt. Die Bayern haben einen schnellen Doktor, der ist gleich da. Also, geht schon weiter. Noch 2 Minuten und ein schöner Schuss durch Beardsley. Eine beste Aktion. Immer ganz schön, dass man die Gelegenheit hat, aus dieser Perspektive eine solche Szene noch einmal in Ruhe zu sehen. Von hier oben sah es so aus, als wäre der Ball nur knapp vorbeigegangen, aber da hat ganz schön viel gefehlt. So, das ist das Ende dieses freundschaftlichen Zusammentreffens zwischen den beiden Rekordmeistern aus der Bundesrepublik Deutschland und England. Die Bayern gewinnen 3:2. Dieter Hoeneß hat einen würdigen Abschied gefunden, das kann man glaube ich sagen. Er hat sein Tor gemacht.
sein Nachfolger Jürgen Wegmann ebenfalls unter den Torschützen. Es war kein hochklassiges Spiel, aber das weiß man, dass man in der harten Vorbereitungszeit das noch nicht verlangen kann. Es war das 9. Vorbereitungsspiel der Bayern, die am Dienstag noch einmal hart gefordert werden. In Frankfurt gegen den HSV, und ich glaube, es hat trotz allem Spaß gemacht, so zuzuschauen.